Zumindest im Augenblick. Ja. Wer wie dieser Herr ohne Waffenschein eine Pistole erbt, muss sie bei der Behörde zur Vernichtung abgeben. Oder kann sie verkaufen an einen autorisierten Händler. Ja gut, wenn das Geld bringt, freut man sich auf eine Erbschaft, ne? Ja gut, das findet auf jeden Fall. Ne? Also Geld springt da auf jeden Fall dabei raus. Die Brüder Achim und Holger Schäfer. Sie kaufen solche Waffen auf. Die beiden sind Waffenverwerter. Eine Branche mit Imageproblemen. Dieses Klischee vom Waffenhändler ist natürlich nicht besonders gut. In jedem Ort, in jeder kleineren Stadt gab es früher einen Waffenhändler. Das war das Normalste der Welt. Und heute wird das so verteufelt. Was diese Leute gerade vergessen, ist, dass die Waffen, die wir aufkaufen, werden bei uns registriert. So leisten wir auf jeden Fall einen Beitrag dazu, dass diese Waffen niemals in falsche Hände kommen. Die Sammelleidenschaft mancher Menschen überrascht sie immer wieder. Wir hatten auch schon mal im privaten Bereich, der hatte 600 Waffen. Die sammelt. Das verschärfte Waffenrecht sorgt für strengere Sicherheitsauflagen. Trotzdem investieren sie in einen neuen Firmensitz mit mehr Lagerraum. Hallo? Wenn der Gesetzgeber dann mal irgendwann sagen sollte, der gesamte Handel von Waffen und Munition hier in Deutschland wird komplett verboten, dann haben wir natürlich, ja, muss man sagen, 500.000 in Sand gesetzt. Die Büchsenmacher Holger und Achim Schäfer sind die Knallerkerle. Zwei Waffenbrüder zum Schießen. Das ist so, wenn man uns so das erste Mal sieht, ja, wie soll man sagen, beeindruckend vielleicht für manche Leute, aber keine Sorge, wir sind wirklich ganz lieb. Waffen werden in Deutschland nur von lizenzierten Betrieben gehandelt. Die Schäfers haben sich auf gebrauchte Ware spezialisiert, verwerten Geschäftsaufgaben, kaufen Sammlungen auf oder helfen bei komplizierten Erbfällen. Ich weiß, weil der Frau Kacke in Keckelbad Harzburg wegen der Geschäftsauflösung hat man schon mal drüber gesprochen. Ich habe jetzt hier die Bilder gemacht, guck dir das mal an. Das ist jetzt so, genau. Hast du grob die Waffen gezählt, damit wir die Verpackung... Ja, also es sind roundabout 700 Waffen. Aber wie viele Tonnen an Munition, geschossen, sonst hier noch da ist, guck ich dir mal an. Das sind ungefähr 200 Quadratmeter auf verschiedenen Ebenen. Und für 280 Quadratmeter Ware. Und für 280 Quadratmeter Ware. Also Minimum. Der Mann ist nach einer Erkrankung verstorben. Sehr, sehr schnell dann auch. Er konnte auch selber dann nichts mehr regeln. Und das ist immer das große Problem. Die stehen dann da Mutterseelen allein mit einem wahnsinnigen Waffenbestand. Die Behörden machen natürlich dann auch Druck und sagen, hier, die Waffen müssen wieder ordnungsgemäß in irgendwelche Hände. Das muss alles safe und sicher sein. Die lassen denen auch nicht viel Zeit. Die müssen sich dann sehr, sehr schnell um solche Sachen kümmern. Kann die das dann nicht selbst verkaufen? Nein. Die hat gar keine Waffenhandelsgenehmigung. Die dürfte den Bestand gar nicht selber vermarkten. Hier zum Beispiel im Karton. Das sind alles. Die Brüder wollen der Witwe bei der Geschäftsauflösung helfen. Achim Schäfer auf Kundenbesuch. Ein ehemaliger Großwildjäger hat sein Hobby aufgegeben und will nun seine Waffen loswerden. Herr hier, ja, hier steht nur vorsichtiger Hund. Alles in Ordnung? Mit mir und mit dem Tier? Wir probieren das einfach mal. Gucken wir mal. Ach, der Jagddackel. Ja, guck mal. Ja. Na, alles gut? Oh, oh, oh. Hallo. Schäfer Waffenverwertung. Grüß Sie. Wir hatten telefoniert. Wir wollten uns die Waffen mal anschauen. Ja, machen wir das. Aber einen imposanten Jagddackel haben Sie da. Ja, das ist auch der kleinste, den man hatte bis jetzt. Da ist er schon wieder. Unglaublich. Auf den ersten Blick kaum vorstellbar. Der passionierte Jäger war engagierter Artenschützer. Ich habe seit meinem 9. Lebensjahr Naturschutz gemacht. Und ich hatte hier das Haus voller Tiere. Nasenbären, 16 Jahre Waschbär im Haus, Potto, Halbaffe, Aras, Kakadu. Da können Sie sich ja nicht vorstellen. Der ehemalige Vermessungsingenieur brachte von seinen Reisen bedrohte Tierarten mit. Zusammen mit einem befreundeten Zoodirektor züchtete er die Rassen nach und wilderte sie wieder aus.
Ich habe ja auch schon an der Wand einige Sachen hängen sehen, ja, an antiken Waffen. Ja. Wer einen zu hängen hatte, ne? Man sieht, wie alt die Waffen schon sind. Schuss, ne? Was die damals schon gefertigt haben. Ja. Wunderschön, muss man ganz ehrlich sagen. Mit diesen Möglichkeiten, die die hatten. Es gab ja noch keine entsprechenden Maschinen, wie wir sie heute kennen. Achim Schäfer hat Interesse an einigen Gewehren. Der ehemalige Jäger hat wertvolle Waffen aus verschiedenen Erdteilen gesammelt. Guck mal, das ist eine schöne Doppelbüchse. Die ist auch signiert von einem Bekannten. Er war in Indien. Guck dir die mal an. Ja, das ist eine typische englische Doppelbüchse, wie sie mal in Indien Verwendung gefunden haben. Ja, genau. Ist auch signiert. Silberplättchen. Traumhaft. Auch das Holz, ne? Das ist ja der Sinn, warum ich hier so eingerichtet bin. Manche sagen, du lebe, J. Alle sagen, wenn die an der Tür sind, die arme Frau, die das sauber halten muss, da komme ich schon so. Aber sag mal, das ist ja für später, wenn ich hier sitze, ergibt mir alles. Können mich fragen über jedes Teil, was sie hier sehen. Und das hält mich zufrieden und glücklich. Auch wenn ich jetzt nicht mehr diese tollen Yachtreise mache. Ich habe auch Grizzly geschossen und Schwarzbär und Schneeziehe und Elch und so. Das war alles zu seiner Zeit interessant. Heute ist das auch finanziell für mich gar nicht mehr erschwingbar. Es ist schon beachtlich, was ich hier sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und ich werde auch ein entsprechendes Angebot am Montag unterbreiten. Da bin ich ja froh, das zu hören. Die Suche nach seltenen Stücken reizt ihn. Es ist mit Sicherheit ein Teil Schatzsuchermentalität dabei. Und wenn wir dann heute ankommen und die schwärmen dann von ihrer Waffe, wie gut die doch schießt und was für tolle Erlebnisse er damit hat. Es ist auch schön, sich mit diesen Leuten zu unterhalten und ihre Erlebnisse zu teilen. Alles klar. Wir sehen uns nächste Woche dann. Wir ja? sehen uns nächste Woche. Okay, tschö. Irgendwo im Oberbergischen. Die genaue Adresse ihrer Waffenverwertung soll nicht genannt werden. Die Schäfers agieren lieber im Hintergrund, verzichten auf große Außenwerbung und hoffen, dass sie dadurch keine ungebetenen Gäste anlocken. Wir legen keinen großen Wert darauf, dass die Öffentlichkeit genau weiß, wo wir uns befinden. Wir hatten in der Vergangenheit Fälle, dass einfach Waffen hinter unsere Vergitterung geworfen worden sind, die die Leute loswerden wollten. Die haben sich einfach nicht getraut, die bei den Behörden ordnungsgemäß abzugeben und haben die uns dann einfach hinter die erste Vergitterung geworfen. Das Lager der Schäfers ist, wie in einem Gefängnis, mehrfach gesichert. Ihre Ware gehört zum Gefahrengut und ist in Teilen sehr wertvoll. Es gibt Waffen, die dermaßen schön verarbeitet sind und wirklich ganz toll gestaltet sind, dass einem das Herz noch aufgeht und man sagt, Mensch, guck dir diese Arbeit an, da stecken Monate drin, Monate an handwerklicher Arbeit. Oder auch Waffen mit extrem schönen Schafthölzern, die die Natur hervorgebracht hat. Die Hölzer, die da dran sind an manchen Waffen, sind Jahrtausende alt. Und mittlerweile werden die in Gold aufgewogen. Holger, der jüngere der Brüder, ist Chef der Werkstatt. Alles, was Achim ankauft, wird von ihm überprüft, repariert oder zum Alteisen aussortiert. Beide Schäfers sind gelernte Büchsenmacher. Wir sprechen uns ja immer ab. Wenn ich was nicht weiß, dann frage ich ihn umgekehrt. Aber das ist alles Übungssache. Ne? Das ist wirklich Übungssache. Ne? Man vergisst das auch. Weil es gibt so Kniffs und Tricks, wie man die Waffen auseinander nimmt. Und manchmal ist es wirklich nur ein kleines Schräubchen, was man lösen muss. Oder ein Stiftchen drücken, dann geht es auseinander. Oder man verzweifelt daran. Ne? So ist das. Ja. Ja, und jetzt haben wir da ein Problem mit dem Federchen. Ne? Verdammte Hacke. Die Branche der Brüder hat kein gutes Image. Dabei sorgen sie letztlich für mehr Sicherheit, sagen die Schäfers. Holger? Ja? Doch, die beiden kontrollierst du am besten auch noch. Die sind ja. jetzt von hinten von der letzten Auflösung. Alles klar. Der normale Bürger, der eine Waffe erwirbt, der ist zigfach überprüft worden. Überprüft bis zum geht nicht mehr. Darf sich dann bestimmte Waffenmodelle kaufen. Der Verbrecher auf der anderen Seite interessiert das alles nicht. Der besorgt sich die Waffe am schwarzen Markt, hat sie, ohne jegliche Überprüfung. Und das sind die Waffen, an die die Behörden auch nie wieder drankommen werden. Und die gibt es zuhauf, zu Millionen hier in Deutschland. Das neue EU-Waffenrecht zwingt viele Traditionshändler zur Aufgabe.
Zukünftig müssen alle ihre Waren der Waffenbehörde per Internet melden. Für viele ältere Betreiber zu kompliziert. Die Schäfers kaufen auch solche Bestände auf. Deswegen der Umzug in ihren neuen Firmensitz mit größerem Lager. Wir haben jetzt die Büroräume im Prinzip alle soweit. Die Lager sind soweit eingerichtet. Jetzt am Wochenende ist der Estrich gelegt worden in dem Waffenlager. Die Wände verputzt worden. Aber soweit sind wir schon fertig. Jetzt dauert allerdings noch wieder, würde ich mal sagen, 14 Tage, bis es trocken ist, damit wir da weiter einrichten können. Herzstück des neuen Betriebs ist der 100 Quadratmeter große Bunker. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Das ist jetzt letzte Woche im... Oh, ja, hier haben wir jetzt natürlich jetzt noch gar kein Licht. Hallo? Aber es war auch eine ganz schöne Herausforderung, das Ding. Das hat uns viel Kopfzerbrechen bereitet, vor allen Dingen aufgrund der neuen Sicherungsanforderungen. Ein so ein kleiner Steinchen aus dem Bunker wiegt mal eben 36 Kilo. Und davon sind etliche verbaut worden. Bis zum Umzug ist es noch eine Menge Arbeit. Die Werkstatt muss eingerichtet, vor allem aber das Alarmsystem installiert werden. Ralf ist seit 10 Jahren bei den Schäfers angestellt. Was er beruflich macht, erzählt er nicht jedem. Wunderbar. Ja, ich sag den Leuten eigentlich, ich arbeite im Großhandel und lasse das dann offen stehen. Wenn da Nachfragen kommen, dann sage ich, ich arbeite im Jagdgroßhandel, Jagdzubehör, Jagdausrüstung, Textilien. Mit den Waffen vermeide ich so ein bisschen, weil das hat immer noch so ein bisschen den negativen Touch in der Bevölkerung. Und wenn dann wieder irgendwo ein Amoklauf ist, wie in Windenden oder auch in anderen Städten, wird es direkt wieder auf die Waffen geschoben, es wird auf die Sportschützen, auf die Jäger geschoben. Die allerdings sind so gläsern heute und so überwacht, dass mit den Waffen eigentlich zu 99,9% gar nichts passiert. Holger und Achim sind noch verschlossener, wenn es um ihren Beruf geht. Also ich würde es erstmal gar nicht sagen. Und dann erstmal abwarten, wie der Gegenüber sich verhält. Ja, genau. Wie der zu manchen Themen steht. Und dann gebe ich schon offen zu, dass wir in der Waffenverwertung sind oder mit Schusswaffen beruflich zu tun haben. Privat mittlerweile haben wir, du auch nicht mehr, ne? Gar keine Waffen mehr im privaten Bereich. Nach Feierabend schließt Achim Schäfer mit dem Waffenthema ab. Er nimmt auch keine Arbeit mit nach Hause. Das ist so ein Vorurteil, was viele Leute haben. Die meinen, wenn man beruflich damit zu tun hat, dass das auch im Privatleben sich so fortsetzt. Ist aber nicht der Fall. Also hier zu Hause haben wir gar keine Waffen. Das ist wieder klar. Wassertank füllen. Das ist immer. Wenn man einen Kaffee haben will. Vor seiner Lebensgefährtin hat er von Anfang an kein Geheimnis um seinen Job gemacht. Auch die Nachbarn wissen, womit er sein Geld verdient. Nein, ich habe den von vornherein weit eingeschenkt und unterhält sich natürlich auch in der Nachbarschaft. Und man fragt, was machst du, womit verdienst du dein Geld? Und da ist es schon besser, man sagt von vornherein, was Sache ist. Und ich muss auch sagen, die haben ja auch kein Problem mit. Selbst das Statistische Bundesamt hat ja festgestellt und auch die Kriminalstatistik sagt aus, dass mit den legal erworbenen Schusswaffen so wenig passiert, dass es ja im Promillebereich liegt. Es ist ja kaum erfasst. Jeder, der sich heutzutage eine Waffe beschafft, um eine Straftat zu begehen, besorgt die sich ja auf dem Schwarzmarkt, durch Darknet, durch sonstige Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, der lässt die vorher nicht registrieren und somit kauft er die auch nicht bei uns. Wir beliefern ja nur den legalen Markt mit Schusswaffen. Auf geht's. Auf zur Mama. Die Eltern der Schäferbrüder. Die Söhne pflegen einen engen Kontakt mit ihnen. Hallo, Holger. Nee, verwöhnt sind sie nicht. Aber Erdbeersuppe ist spitze. Alle Eintöpfe und Reibekuchen per se muss ich runterbringen. Wird schon einprogrammiert, Papa, gleich fährst du los. Und dann rufe ich an, geht nicht essen, ich bringe euch was. Da freuen sie sich. Ja. Feine Buben. Ja, das ist ja Ihr Familienleben. Wenn er das sagt. Beste, was gibt. Der Beruf des Vaters hat die Söhne geprägt. Schäfer Senior war Handelsreisender einer Waffenschmiede. Also alles, wo er auch dran kam, was ich sag jetzt mal in den Geschäften gab, hat er dann mitgebracht. Und früher konnte man das hier einfach hinterm Haus.
Ne? Also hier ist geschossen. Hier ist geschossen worden. Ich glaube, das ist hier bleiverseucht von den ganzen kleinen Diabolos hier, aber es hat einfach Spaß gemacht. Wir konnten da Ferienarbeit machen in der Firma. Klar, das war noch keine Büchsenmacher-Tätigkeit, aber man kam zumindest mal mit der Materie in Kontakt. Und dadurch, dass hier zu Hause auch immer entsprechende Zeitschriften rumlagen, der Papa am Wochenende auch schon mal die Waffen mitbrachte, die er von unterwegs dann von den Kunden bekam, er uns die erklärte und zeigte, wächst natürlich gerade bei einem jugendlichen Jungen das Interesse an solchen Sachen. Damals Verkauf als Einzelhändler hier im Hegering Oberberg starb, wurde immer weniger. 98, 99, 00 war Mist. Und dann kam mein Sohn, hat er bestimmt von mir, auf die super Idee per Internet. Und per Internet verkauft der Junge bis nach Skandinavien, Südamerika. Und da boomt es und da läuft es. So war das eine gute Idee. Du wirst ja auch immer bewertet, ne? bewertet. Ja. Und bis jetzt jahrelang hervorragend. Ne? Rund die Hälfte ihrer Verkäufe wickeln die Waffenverwerter mittlerweile online ab. Bad Harzburg in Niedersachsen. Die Schäfers haben den Zuschlag für die Nachlassauflösung bekommen. Die Witwe hatte sie über den Verband Deutscher Büchsenmacher kontaktiert. Jetzt soll alles möglichst schnell gehen. Ich habe überlegt, wie kommst du jetzt am besten aus der Situation raus und habe dann den VDB angerufen. Die erste Adresse war Schäfer und Schäfer. Und das war auch richtig so. Macht das nicht kaputt. Ich will dir noch nie abbrechen. Sie kennen die Tour. Also eigentlich weniger als 8. Sie kennt die Tür wirklich. Nee. Zarte Frauenhände ist das wieder, ne? Ich muss brutaler Gewalt, ja. Ja, bitteschön. So. Jungs, dann ist der erste Raum hier. Ich habe euch gesagt, es wird nicht langweilig dieses Wochenende. Was sich hinter der Tür verbirgt, erstaunt selbst die beiden Schäfers. Wir verschätzen das so ein. Welche Waffen bekomme ich sehr, sehr schnell wieder auf den Markt? Krass. Welche Waffen werden wir zwangsweise vernichten? Das muss in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen, sonst lässt man besser sein. Hier in dem kleinen Raum haben wir allein 7 Tresore, noch voll mit Waffen. So, hier haben wir jetzt auch noch mal 8 Langwaffen drin. Wie viel haben wir da drin? Ja, auch nochmal 10. Ja. Alles verkaufbare Waren. Also mein Mann hat früher im Fotolabor gearbeitet und das hatte da gar nichts mit zu tun. Er hat angefangen mit einer Waffe mal und das fand er interessant und dann kam die nächste und dann noch eine weitere. So, und als er dann Rentner wurde, ja, da war das so sein Hauptgeschäft. Ja. Einige 1000 Kilo allein an den Schoss. Und das wird uns ein bisschen aufhalten. Winchester. Ich sage, alles muss raus. Also ich habe da zu den Waffen an sich keinen Bezug zu. Das kann ich schon so sagen. Es gibt schon Situationen, wo Tränen kommen, aber so, ich muss es fertig kriegen und ja. KW. KW. 1,8. 9,8. 7. So, die ersten 20, nur auf 580. Yay, Konfetti. Wie das Zoll, was waffenpflichtig ist, ist eine Nummer drauf. Wegwerfen dürfen wir so nicht. Also einfach ein Schredder nicht, das muss dann schon wieder eingetragen, ausgetragen werden. Und der sie dann verschrottet, muss dann natürlich die entsprechende Genehmigung haben. Ne? Ein aufwendiges Prozedere. Im Schnitt 45 Minuten pro Waffe. Bevor die Schäfers die werthaltigen Stücke mitnehmen, werden die schwerverkäuflichen Ladenhüter ausgemustert. Eine Wagenladung voller Schrott. Ich weiß von einem Fall, da ist eine Pistole abgegeben worden auf Nachfrage der Behörde, weil auch da war ein Todesfall. Der ist dann auf der Behörde damit aufgetaucht. Gott sei Dank war in dem Augenblick ein Waffensammler da
Und der sagt, also haben Sie mal, die Pistole, die können Sie nicht vernichten. Das ist ein Prototyp von einer 08-Pistole. Die ist nachher auf einer Auktion für über 50.000 Euro versteigert worden. Das kann passieren, sowas. Weil die Behörden, für die ist eine Pistole, die wird vernichtet. Also wir machen da keinerlei Unterschied. Und das ist manchmal traurig, was da an Werten, auch kulturhistorisch bedeutsame Sachen vernichtet werden. Und das muss ja nicht sein. Wie weit seid ihr? 76. Also ein bisschen haben wir noch. Aber komm, jetzt machen wir erstmal Kaffeepause. Fast fertig. Für die Schäfers ist es ein Geschäftstermin. Für Frau Keck Teil der Trauerarbeit. Achim Schäfer hat einen Interessenten für das Gewehr des Großwildjägers. Ja, guten Abend, Waffenverwertung Schäfer, Herr. Ja, genau, grüße Sie. Herr, wir sind ja letztes Mal bei Ihnen gewesen. Da hatten wir uns ja unter anderem über diese Großwildbüchse unterhalten, die Sie verkaufen wollten. Ja, richtig. Ich habe da augenblicklich gerade einen Kunden für. Und Sie wollen ein bisschen jagen damit. Ja, natürlich, das ist ja Ihre Waffe. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiederhören, ciao. Solche Rückzieher gehören zum Job. Achim Schäfer rückt auch aus, wenn betagte Jäger seine Hilfe suchen. Ich glaube, der Termin heute, das wird nichts Spektakuläres werden. Der ältere Jäger, der hat uns jetzt angerufen, weil er zu Lebzeiten halt noch seine Angelegenheiten regeln will, wollen wir mal ganz ehrlich sagen. Es wird nichts Tolles sein. Und wenn wir noch Glück haben, kommen nachher hier raus. Und die ganze Sache ist kostendeckend. Dann ist es gut. Warum machst du es trotzdem? Um auch diesen Leuten zu helfen. Wir können nicht immer nur die spektakulären Aufkäufe haben. Auch diese Sachen müssen wir schon mal mitmachen. Wollen wir mal gucken, ob er da ist. Hallo. Dann kommen Sie mal rein. Schäfer, grüß Sie. Ja, Schäfer, kommen Sie rein. Wir hatten telefoniert, ne? Ich gebe Ihnen im Kärtchen, damit sie, gut, sie auch Bescheid wissen, was sie zu tun haben. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, danke. Oh, da liegt ja schon, das erste Stück. Das ist ja das erste Stück, ja. Aber das ist mein Lieblingsstück und davon möchte ich mich nicht trennen. Wenn es irgendwie möglich ist, nicht trennen. Das ist eine alte Mauser C96 in einem recht guten Zustand, nicht überarbeitet. Die auch noch einen gewissen Wert darstellt und in Sammlerkreisen sich was ist aber, mit Sicherheit was bringt das dann gut so ein Ding heute? Ist im Verkauf zwischen 12 und 1500 Euro. Da habe ich auch mit spekuliert. Sind wir uns so einig? Im Verkauf nicht zwischen 12 und 1500 Euro. Ja, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das kommt gar nicht in Frage. Wenn ich das irgendwie halten kann. Das erlebe ich häufig, dass die Leute gerne im Vorfeld mal abschätzen würden, was sie mit den Waffen machen können, was sie eventuell auch noch wert sind. Aber sie können sich einfach noch nicht davon trennen. Auch wenn der Jäger die Waffe nie genutzt hat, für ihn ist sie Erinnerung an seinen Vater, ein Familienerbstück. In der Zwischenzeit ist die Ware aus Bad Harzburg in der Waffenverwertung eingetroffen. Sogar der Konferenzraum ist zugestellt. Wir haben also insgesamt drei Sprinter und einen 7,5-Tonner an Ware daraus. Es haben sich noch Räume aufgetan, die wir noch gar nicht gesehen hatten. Er hatte noch einen Dachboden, der noch voll war mit Geschossen und Munition. Und eine solche Auflösung mit so vielen verwinkelten Räumen, das ist auch immer schwer abzuschätzen. Dann haben wir hier noch. Wir können im Prinzip ja nur Wanne für Wanne sortieren. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Anders geht nicht. Den Schäfers geht der Platz aus. Nur wenn ich zu viel einkaufe, ja. Wenn er nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Sachen. Weil er muss es irgendwo einlagern und er sagt, jo, jetzt bitte nichts mehr einkaufen. Nichts. Hat ein Einkaufsverbot und dann hält sich aber eh nicht dran. Die Abwicklung ist ganz gut, die laufen. Die Frau Keck ist zufrieden gewesen. Ich habe jetzt auch noch mal mit ihr telefoniert gestern. Ich hoffe auch, dass die uns weiterempfehlen wird. Unsere Waffenregistrierung. Und hier sieht man natürlich auch die andere Seite einer solchen Auflösung. Wannenweise Schrott. Wir haben jetzt hier den Fall, dass wir wissen es noch nicht ganz genau, irgendwo zwischen 700 und 1000 Waffen daraus geholt haben. Wir werden jetzt erstmal eine Excel-Tabelle erstellen mit diesen ganzen Waffen und die dann nachher mit dem Waffenhandelsbuch von der Firma abgleichen.
Das werden wir dann der Behörde zur Verfügung stellen. Die gleicht dann ab, welche Waffen noch auf entsprechenden privaten Waffenbesitzkarten des Herrn standen und welche Waffen er zur Vernichtung bekommen hat. Und dieser Abgleich, sobald er dann durchgeführt wurde, werden wir sehen, was da noch übrig bleibt. Das geht dann zur Vernichtung. Abgeschirmt von einem Bauzaun mit Sichtschutzfolie beginnt der Umzug. Parallel dazu geht das Geschäft weiter. Morgens schnell noch ein Ankauf, am Abend soll ausgeräumt werden. Achim hat sogar seinen Vater mobilisiert. Ah, guck mal hier. Ja. Ralf war wochenlang mit der Inventur beschäftigt. Schon wieder kommt neue Ware hinzu, die er erfassen muss. Tausende Schuss Munition. Also alles, was in den ganzen Wannen ist, was verpackt ist hier, das ist schon alles inventurmäßig erfasst und kann schon rübergebracht werden. Aber wir haben auch noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir haben noch ein paar Paletten vor uns. Ja. Wir können da nicht auf Externe zugreifen. Wir können also kein Umzugsunternehmen dran tun und sagen, komm, bringt uns mal die ganzen Waffen und die ganze Munition darüber. Das geht einfach nicht. Ne? Wir müssen das schon selber machen. Denn wenn nachher irgendetwas fehlen sollte, wir stehen in der Verantwortung dafür. Und wenn was fehlen sollte, kann ich immer dann einen Ralf noch dengeln oder meinen Bruder dengeln oder einen anderen Mitarbeiter und sagen, ihr wartet. Ihr habt die Hunde kennst, ja. Ihr habt die Versorgung. Papa, hier ist ein Schraubenzieher. Musst du abschrauben. Muss irgendwo, guck mal da oben. Erst die rein tun. Ja, tu die losen da rein und dann schraubst du die eben ab da oben. So. Oh, Papa, schön vorsichtig mit meinen Schätzchen. 45 Jahre alt, würde ich mal sagen. Also in meiner Kindheit habe ich auch immer mal eine wieder bekommen, weil ich besonders lieb gewesen bin, besonders brav gewesen bin, so wie Borzer zu Weihnachten. Also, als Kind war ich der Held der Straße, wenn ich mit den Dingern ankam. Zumindest so zwischen 5 und 8. Danach hörte das dann auch wieder auf. Das war eine lange Schraube. Mann. Der Holger war ja der Jüngere, war ein Riese mit einem Kinderherzen. Und der Holger braucht so einen wie ihn, der ist mir Führungsqualität. Ne? Ist in Ordnung. Klappt ganz gut mit uns beiden. Ja, kann man ja alles sagen. Das ist was Besonderes. Das ist, das ist nicht nur ein Bruder, das ist ein Freund. Dass ich über meine Söhne stolz bin, habe ich denen noch nie so gesagt. Aber wahrscheinlich haben sie es gemerkt. Ich hab immer, dass wir uns hervorragend verstehen. Und über unserem Familienwappen steht, was steht da? Die Familie muss zusammenhalten. Das war schon immer so. Die Familie muss zusammenhalten. Spätabends trifft Holger ein. Die letzte Tour aus dem heutigen Ankauf. Sie soll direkt in den neuen Firmensitz gebracht werden. Voll. Auf. Ich würde sagen, Wagen raus. Ja, ja. Alles klar. Es hat sich überschnitten. Und dann muss man so eine Auflösung einfach noch mitmachen. Sehr zum Leidwesen. Muss man immer. Immer. Da hat keiner gesagt, dass es einfach ist, Waffenhändler zu sein. Hätte ich auf die Mama gehört. Hätte ich auf die Mama gehört. Erstmal mal anständig gelernt. Du kannst nicht mal eben ruhen lassen. Ist fast unmöglich. Also, da wir auch täglich Anrufe kriegen. Von Hamburg bis unten nach München. Die Sachen haben Fristen auch zum Teil. Und wir können das nicht einfach sagen, also dieses Jahr machen wir gar nichts mehr. Wir müssen es parallel laufen lassen. Heute müssen Ralf und die beiden Schäferbrüder eine Nachtschicht einlegen. So, letzte Waffe. Tschüss. Die drei nutzen die Dunkelheit, um möglichst unbeobachtet umzuziehen. Bei so vielen Waffen sollte niemand mitbekommen, was sie diese Nacht tun. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt ein paar Stunden, noch zwei, und dann ist Schluss für heute. Ja. Das reicht. Wir haben auch noch ungefähr 5000 Waffen da reinzutragen. Das wird also noch ein bisschen was dauern. Bis wir mit der letzten Sache drüben sind, werden 6 Wochen vergehen. Wie lange der Platz im neuen Lager ausreicht, hängt davon ab, wie viel Achim Schäfer ankauft. Bruder Holger reicht es momentan. Solange ich einkaufen kann, wird das wahrscheinlich auch immer weiter so sein. Man muss ihm einfach die EC-Karte abnehmen. Das ist halt im Bad. Wir sind nicht immer einer Meinung. Aber so kann richtig gestritten oder so. Nein, kann ich mich nicht dran erinnern. Waffenhandel. Eine Branche mit dunklem Ruf und ungewisser Zukunft, die vor allem im Verborgenen agiert. Die beiden Knallerkerle gehen trotzdem ihren Weg.